Social Media, ein Muss im Marketing-Mix. Und lohnt sich das? Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Der Verband der Schweizer Druckindustrie, VSD, hat eine Veranstaltung abgehalten in Bern, im Bellevue Palace. Ich durfte da ein Referat eben zu diesem Thema halten. Diese Präsentation gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Besprochen natürlich, damit Sie die ganzen Informationen auch haben. Klar, bei Social Media Marketing geht es zuerst mal um den Paradigmawechsel. Ich muss da umdenken. Ich beschreibe das immer so. Sag mal, die alte Werbeform war noch Unterbrechungsmarketing. Da ging es noch darum, Leute aus dem Fluss rauszuziehen. Heute ist das anders. Mit Social Media Marketing geht es ganz klar um die Aufmerksamkeit. Ich kann heute keinen Blog aufsetzen und erwarten, dass ich da Besucher drauf habe. Ich kann keine Facebook-Seite aufschalten und hoffen, dass da jemals jemand vorbeikommt, wenn ich nicht ganz klar tolle Inhalte habe, eben Aufmerksamkeit erwecke, damit ich Besucher kriege, die sich für meine Inhalte interessieren, mich für eine Persönlichkeit, eine Wichtigkeit, einen Know-how-Träger halten und ich so die Informationen habe. Diese Grafik, die kennen wir alle, fragt sich also, und jetzt gerade in dem Bereich, ich spreche hier vor B2B-Leuten, vor allem aus der Druckindustrie, da geht es natürlich jetzt darum, welches Tool, welche Plattform wähle ich rein. Wenn man da schaut, was eben so in einen Marketing-Mix im B2B reinkommen könnte, habe ich hier eine Aussage von einer Studie von Bernet PR, und zwar, was sind die Social-Media-Ziele? Erster externer Dialog, Pflege von Image und Reputation, Verbreitung von Informationen. Das ist also das Ziel einer Befragung von den Unternehmen, die Social-Media-Marketing betreiben. Das sind die Plattformen, die genutzt werden. Facebook ganz klar vor YouTube, was ich noch interessant finde, Twitter etwas dahinter und dann Xing, das eigentlich meiner Erachtens nach nicht unbedingt ein klassisches Social Network ist, sondern mehr eine 1:1 Beziehung gepflegt wird. Dann haben wir Google Plus, das neu dazu kam, das ganz klar eine Plattform, die Google zu pushen versucht, sehe ich aber nicht als Konkurrenz zu Facebook, werden wir aber nachher noch was drüber erfahren und dann Blogs, auch interessant, dass das so weit vorne erscheint. Ich habe die vier Bereiche, die wir kurz durchgehen. Facebook, klar, wichtiger Bestandteil, das ist eine Facebook-Seite, würde ich auch jeder Firma empfehlen, dass sich mal so eine anlegt. Was achte ich da? Das erste ist oben links, Vanity URL, ganz entscheidend, da gibt es nur einen, facebook.com/, und dann kommt ein Firmenname oder irgendwas in der Richtung, da kann ich nicht .ch und .org und so weiter wählen, da gibt es nur einen, also wenn Sie das nicht gemacht haben, würde ich mich mal daran setzen und schauen, was noch frei ist. Dann habe ich oben das große Banner, ein schönes Bild rein. Dann habe ich mein Profilbild, das dann auch unten sieht man es in den Post drin erscheint. Und dann die Tabs, das sind die vier nebeneinander in der Mitte des Bildes, Mitte rechts, wo ich eben Inhalte hinterlegen kann, bis zu links, die dann auch rausgehen. Ich kann dann meine Tweets reinziehen, kann Videos zusammenfassen, wie viele Likers das ich habe ich da drin, Bilder kommen da meistens rein. Und so weiter, bin ich ziemlich frei in der Gestaltung, ist aber gut, wenn ich mir da Gedanken mache, was dahinter stecken soll. Bei Facebook, wie gesagt, ganz wichtig, es ist lesbar für Google, das heißt, Google liest diese Inhalte, sieht also auch die Links, die da rausgehen, was wieder zur Indexierung oder Initialisierung von Inhalten führen kann, dann den URL bestimmen. Die Statistikinformationen sind sehr weitreichend, da habe ich Informationen, welche meine Posts, welche meine Nachrichten, die ich da aussende, dann auch mehr oder die weniger ziehen, also da kann ich wieder meine Rückschlüsse ziehen und mehr auf das setzen, was dann auch was bringt, was Viralität hat. Ich kann hier Applikationen beispielsweise für Wettbewerbe und Votings entwickeln, also es gibt eine Schnittstelle, da ich hier an entwickeln kann und ich mir natürlich auch einige Informationen von den Usern, von den Teilnehmern dann rausziehen kann, bis zu E-Mail-Adressen, wenn ich die abfrage. Twitter, interessant, zweitgrößte Suchmaschine vor Bing, Yahoo und Co. Logisch, da geht es um Menschen, die Urteile abgeben. Denen glaube ich, sage ich jetzt mal, eher, was die erzählen, als einer Suchmaschine wie Google. Darum wird das auch sehr oft benutzt. So schaut eine Twitter Page aus. Hintergrundbild kann ich hier reinmachen. Dann oben den Bereich links wieder mein Logo, das dann auch bei jedem Tweet, nennt man die eine Nachricht, erscheint. Dann habe ich einen Namen, den ich auch hier vergeben muss. Ich hatte noch das Glück, INM war frei. Auch hier muss ein Firmenname ran, dann heißt es dann twitter.com/. Und dann kommt dann eben mein Name hinten dran. Dann kommt eine kurze Beschreibung rein. Hier haben wir reingeschrieben, wer noch
twittert und ein URL rechts oben, dann wie viele Tweets ich schon abgesetzt habe, wie viele ich folge und wie viele mir folgen. Auch da ganz wichtig bei Firmen, dass das in einem guten Verhältnis ist, denn es geht hier schlussendlich um Dialog. Und dann unten im großen Feld rechts die Tweets, da die ganzen Nachrichten, die abgesetzt werden. Auch da gibt es bessere und weniger gute Channels. Ganz entscheidend hier ist natürlich auch, dass ich den einen oder anderen Dialog hier zu erkennen am Ad-Zeichen habe. Achtung, und das ist ganz wichtig, Twitter ist auch hilfreich für SEO, also auch hier, ich generiere Backlinks, auch wenn das No-Follow-Backlinks sind, theoretisch Backlinks, die für Google nicht relevant sind, die bringen trotzdem was, also wenn sie News schreiben und so weiter, ein paar Tweets absetzen, Leute in der Firma drin beispielsweise, das bringt immer was. Dann habe ich YouTube, ist sicherlich die größte Videoplattform, die es gibt, mit einer unheimlichen Fülle an Material drauf. Vor allem jetzt für Sie interessant sind Podcasts, also ich sage mal Videos, die Produkte beschreiben, die Dienstleistungen beschreiben, die vielleicht Technologien oder auch Materialien beschreiben, Vorgehensweisen und so weiter. Das könnte interessant sein im B2B-Bereich. Ich habe meinen eigenen Channel aufgezogen, erzähle hier zum Thema Marketing, Online-Marketing, Social Media, SEO, Websites, Aufbau, CMS und so weiter und so fort. Habe seit 2009 rund 150 solche Videos gepostet. Einer kommt dazu pro Woche. Ich brauche ungefähr 2 Stunden, um sowas zu publizieren mit dem Post auf unserem Blog drauf. Das geht also noch von der Zeit. Fragt sich, ob sich das lohnt. Ich habe heute 210.000 Views rund und rund 3 bis 350 Views pro Tag. Frage, ist das viel, wenn ich es vergleiche mit einem Newsletter beispielsweise oder einem Inserat oder sogar einem Artikel irgendwo in einem Blatt drin, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, pro Tag so viele Leser zu erreichen, die dann auch noch so lange bleiben, denn so ein Video geht im Schnitt 3 Minuten, die werden natürlich nicht alle bis zum Ende geschaut, klar, aber ich denke mal so 1,5 Minuten im Schnitt wird da verweilt, das bringe ich mit einem anderen Medium und einem anderen Kanal kriege ich das kaum hin. Fragt sich, ob da Geld reinkommt, ja, gab Aufträge, die über diesen Kanal kamen. Image bringt es auf jeden Fall. Und das Wichtigste meiner Meinung nach ist die Kompetenz. Ich spreche hier als Person und nicht als unbekannter Schreiber, der beispielsweise News verfasst. Habe hier eine direkte Beziehung zu einem Menschen, der mir was erzählt. Und da kann ich natürlich viel mehr rüberbringen als beispielsweise bei einem stündigen Pitch, weil ich da halt eben mehr Zeit gewinnen kann und habe. Dann Thema Blogging, ganz ein wesentliches Thema, vor allem sehe ich das interessant im B2B-Bereich. Es ist eine Plattform, die vor allem Know-how und Kompetenz im Fokus hat. Also da geht es darum, was ich zu erzählen habe, nicht nur über meine Firma, sondern zu einem Thema. Wichtig auch, dass ich das Thema breit abstütze, dass ich auch weiß, über was ich schreiben soll. Also die ganzen Keywords müssen hier definiert werden. Dann hat es eine persönliche Note, sehr spannend. Darum gibt es dann auch Kommentare, also gibt es dann auch Dialog, denn der passiert sonst nicht. Ich schreibe da in der Ich-Form und sage auch, was meine Meinung ist. Es geht hier weniger um den Kommerz, das werde ich nachher noch kurz erklären, wie viel das ausmacht. Und SEO spielt eine wichtige, wichtige Rolle. Also die Texter, das müssen nicht in erster Linie die Super-Profi-Journalisten sein, sondern die müssen was von SEO verstehen, damit die Inhalte dann auch gefunden werden. Bei unserem Blog ist es so, wir haben rund 30.000 Leser pro Monat. Das sind rund 1000 pro Tag. Wenn man sich das überlegt, auf unserer Webseite kriegen wir es auf ein paar hundert, wird also viel besser gelesen, obwohl unsere Webseite 17 Jahre alt ist, der Blog, der ist 4 Jahre alt, bringt das mehr, weil es eben nicht so kommerziell ist. 1000 Abonnenten, ich nenne die Verbündete, über 5000 Fans auf Facebook, INM selber, kommerziell logisch, nur 1200 und regelmäßigen Dialog, das ist ganz wichtig. Fragt sich jetzt natürlich, und das ist ja eigentlich mein Thema dieses Vortrages, lohnt sich das? Call to Action, also habe ich hier irgendeine Aktion, die ausgelöst wird, sprich, kriege ich hier Leads rein? Was ist vor allem realistisch bei einem Blog? Ich habe hier auch wieder aus einer Umfrage raus Aussagen, und zwar, was sind die Messgrößen und die Erfolgskontrollen? Das erste ist die Anzahl Besucher, wie viele Besucher habe ich auf meinem Blog drauf. Das zweite sind die Anzahl Likers und Followers. Und das dritte ist der Dialog und die Teilnahme. Meine Frage hier, sind das die richtigen Messgrößen? Reicht das?
Das geht hier um Besucher. Bringt mir ein Besucher was? Nützt mir was, wenn ich 1000 Besucher habe, aber keine Anfrage? Fraglich. Wenn ich da weitergehe, habe ich ein Schema aufgezeigt, wie wir das früher gemacht haben. Sie sehen links im Bild unseren Blog. Von dem Blog haben wir einerseits von den Bannern aus die Leute auf die Webseite gebracht und dann von der Webseite auf das Kontaktformular. Das ist eigentlich der Lead-Generator und das denke ich auch ist im B2B-Bereich bei einem Dienstleister also meistens der Fall. Online verkaufen wir ja nichts. Der zweite Teil war dieses Formular auf der Seite drauf, das dann hätte Anfragen generieren können. Oben das Logo und unten die Links auf YouTube raus. Das Logo sehen wir nachher noch. Formular funktioniert definitiv nicht. Also da hatten wir kaum Anfragen. Wenn es Anfragen waren, waren es von Privatpersonen. Das war uninteressant. Lohnt sich also so in der Art nicht. Der Klick vom Banner aus, den kann ich messen. Ich kann auf dem Banner auf unserem Blog einen Kampagnenlink hinterlegen und sehe dann nachher, wenn ich zurückgehe hier, wie viel oben vom Blog auf unsere Webseite kommen. Und zwar sehe ich das auf der Statistik der Webseite rechts oben. Das also die Besucher und ich sehe sogar hier, ich habe es noch angemerkt, woher die kommen. Das sind die Klicks über Logo, Website Marketing, Blog. Das ist das Logo oben rechts. Die meisten kommen von Zürich, St. Gallen und so weiter und so fort. Und was interessant ist hier, erstens mal, ich kriege Besuch. Zweitens mal ist die Besuch, die Anzahl sein, die angeschaut wird, ist rund doppelt so hoch. Das ist das obere linke grün eingerahmte Feld, 8,47, wie wenn ich Besucher sonst auf unserer Webseite habe. Das heißt, der Besucher ist viel wertvoller und dann die Zeit ist über doppelt so hoch. Also auch hier sehe ich ganz eindeutig, Besucher, die über dieses Logo, über den Blog kommen, die habe ich schon mal überzeugen können. Die glauben an uns und bleiben verweilen nachher länger auf unserer Webseite. Wir haben dann umgestellt, haben das Formular rausgenommen, haben dafür die ganzen Logos ein bisschen prominenter platziert. Selber Weg, rechtsrum immer noch. Ich hatte den Besucher auf die Webseite gebracht. Der kam dann runter aufs Kontaktformular. Das gab den Lead. So schaut das aus. Oben rechts alles ein bisschen prominenter. Klar, natürlich auch kommerziell, muss man ganz klar sagen. Wenn ich da oben das Logo nicht hätte, habe ich wahrscheinlich mehr Anhänger von dem Blog, weil man weniger kommerziell wirkt. Auf der anderen Seite muss ich ja irgendwie Geld verdienen mit der ganzen Kiste. Und jetzt sehe ich hier den Unterschied. Die orange Linie, das waren die Besucher, die wir uns vorher angeschaut haben, die über diesen Banner auf die Webseite kamen. Und jetzt neu die blaue Linie, und da sehe ich, habe ich über anderthalb Mal mehr, fast dreimal so viel. Das sind 48 im Vergleich zu 18 Besucher auf der Webseite vom Blog gehabt. Und die sind durchschnittlich rund doppelt so lange geblieben. Also sehr, sehr interessant im Vergleich zu der ursprünglichen Variante mit dem Formular und oben etwas kleinerem Logo. Fragt sich jetzt natürlich auch, wenn ich nachher einen Post absetze auf Facebook, kann ich das messen? Ja, das kann ich messen und das ist auch ganz entscheidend. Also wenn Sie dann was auf Facebook schreiben, beispielsweise News, so jetzt in dem Fall, haben wir losgeschrieben, neuer Kunde, Sunrise Communications AG, steht links auf Facebook drauf, Link geht auf die News-Seite auf INM drauf. Und auch hier will ich natürlich wieder den Besucher nachher auf dem Kontaktformular haben, um so einen Lead zu generieren. Und das muss ich wissen. Das mache ich mit Kampagnenlinks. Beispielsweise bei Google Analytics funktioniert also genau gleich wie vorher der Link auf dem Blog. Nur, dass ich natürlich auf Facebook diesen Link immer wieder generieren muss. Das lohnt sich aber. Denn dann sehe ich, das ist der Post hier mit dem Link, klar zu erkennen, Bitly-Link, der eben diesen Kampagnenlink hinter sich hält. Und hier sehe ich jetzt als Beispiel, wie sich das verhält. Wir haben unten beispielsweise News gehabt, die Sunrise Intranet News, der zweite Punkt. Da sehe ich, ich habe 100 Besucher gekriegt, die über Facebook auf die Seite draufkommen. Das also sicherlich zeichnet sich sicherlich ab, ob das erfolgreich ist oder nicht. Wenn ich jetzt natürlich hinten rausgehe, kann ich noch schauen, wie viele Abschlüsse, wie viele Kontaktformulare ausgefüllt wurden, also wie viele quasi Leads generiert wurden. Das wäre dann noch ein Schritt weiter. Das Detail schauen wir uns jetzt aber nicht an. Es generiert welche, das kann ich sagen. Ich sehe hier aber zumindest, dass meine Links angeklickt werden und das nicht selten. Klar, diese News, die sind sehr kurzlebig, wenn ich die auf Facebook poste.
darum relativ schnell weg. Man muss aber auch sagen, da ist Twitter ebenfalls mit dabei. Jetzt komme ich noch zum letzten Thema, da geht es um Google Plus. Hole aber zuerst ein bisschen aus, und zwar gehe ich in den Bereich Universal Search. Das haben Sie vielleicht gemerkt, wenn Sie nach einer Firma suchen, nach einer Dienstleistung oder auch nach einem Produkt und das hat irgendeinen lokalen Bezug, dann sieht man hier unterhalb vom Wikipedia-Eintrag kommen die Maps-Einträge. Was ich dann auch sehe, unterhalb der Links, der grün geschriebenen URL, kommt nach der Google Plus-Seite. Also es sind heute keine Places-Einträge mehr, sondern Google Plus-Einträge. Das ist also ein Teil aus dem Universal Search. Es geht nicht mehr nur um organische Suchresultate, sondern jetzt kommen bereits Suchresultate aus dem Places-Bereich dazu. Dann habe ich Bilder hier unten. Wenn Sie Ihre Bilder auf der Webseite, wenn Sie Produkte oder einfach Bilder drauf haben, nicht sauber vertaggt haben, beschrieben und so weiter haben, dann werden die nie gefunden. Es gibt Firmen, die haben einen zweistelligen Prozentzahl Besucher, die über Bilder auf ihre Webseite stoßen. Und das kann vor allem bei Produktefirmen einen großen Anteil ausmachen. Dann habe ich News, der drittunterste Eintrag, auch immer ein größeres Thema, vor allem wenn es um Aktualitäten wie hier die Fußball-EM geht. Dann habe ich Products, auch ganz spannend. Ich kann über Google Products meine Produkte einspeisen bei Google und kriege sogar, oder sieht man da mit den 5 Sternen noch die Ratings rein. Das ist ein Rich Snippet, das da reingezogen wird. Ich habe oben die gelb hinterlegten AdWords und dann kommt der erste Eintrag, der ist von Canon selber. Draufklicken würde ich aber, wenn ich noch Canon EOS 55D gesucht hätte, würde ich wahrscheinlich auf den unteren, auf dem mit Bild, denn da erkenne ich gerade, was ich da kriege. Nun, wie schaut es aus mit so einem Places-Eintrag? Ich habe hier beispielsweise nach unserer Firma gesucht, da sehe ich rechts und jetzt kommen die heikleren Sachen, eben die Fremdinhalte, dass ich die pflegen muss, sehe ich unseren Firmeneintrag mit dem PIN, der da eingeschlagen ist. Ich komme dann hier auf diese Seite, wir haben, das ist Google Maps, wir haben 30 Punkte von maximal 30, 14 Erfahrungsberichte. Und wenn ich jetzt mit der Maus über diesen PIN drüber fahre, kommt hier so ein Fenster und da steht Super Online Service. Das ist gut. In dem Fall richtig gelaufen. Kommt von der Google Places Local Seite, das ist nicht die Google Plus Seite, sondern die Google Plus Local Seite, nicht Places, Entschuldigung, die Google Plus Local Seite. Und da hat jemand diesen Eintrag hinterlassen, der war ursprünglich auf der Places-Seite und da steht Super Online Service, unten würde stehen SEO-Profis. Das heißt, das wird dort bei Google angezeigt. Und ganz wichtig, ich kann diese Inhalte nicht beeinflussen, ich kann die also nicht löschen. Auch wenn mir diese Seite theoretisch gehört, ist sie in Wirklichkeit in Händen von Google. Ich kann hier die Inhalte pflegen, aber Erfahrungsberichte kann ich nicht beeinflussen. Kann auch gut passieren, dass die beispielsweise von Quibe reingezogen werden. Jetzt, was kann da schieflaufen? Was ist die Gefahr? Und das empfehle ich Ihnen nun. Schauen Sie sich das an, wenn Sie nach diesem Vortrag nach Hause gehen, wie das bei Ihnen ausschaut. Wenn ich nach Kantonsschule Wetzikon suche, dann kriege ich auch rechts wieder das Bild mit dem PIN. Wenn ich da drüber fahre, kommt da und steht, lernt da, lernst nichts. Sehr ungünstig, wenn ich als Vater für meine Tochter eine Kantonsschule suche und dann einen Google Maps Eintrag da drüber fahre. Auch das kommt wieder aus den Bewertungen, Erfahrungsberichten raus und das ist natürlich sehr, sehr ungünstig für die Schule. Das ist auch Social Media, ich habe das auf unserem Blog gepostet, das hat dann der Thomas Benkö aufgenommen und hat das Blick am Abend dann wieder publiziert. Also ich kann mit einem Blog jetzt in unserem Fall oder dem Video, den ich hierzu veröffentlicht habe, kann ich erreichen, dass dann auch mal ein PR-Artikel daraus entsteht. Warum gibt es das Google Plus? Komme ich jetzt wieder zurück. Wir haben gesehen, die ganzen Einträge sind auf Google. Google hat ein ziemlich komplettes Programm, ich sage mal wie Microsoft, ähnlich mit den ganzen Dokumenten, E-Mail-Programm und so weiter und so fort. Das ist eine Ergänzung, ein Social Network. Eigentlich geht es Google Plus aber, oder Google mit Google Plus darum, um Inhalte zu aggregieren. Und ich denke, das ist vor allem in Zukunft ein wesentlicher Punkt. Firmeninhalte, die ganzen Universal Search kommen da rein. Das heißt, ich habe noch zu einer Firma, habe ich alle Inhalte auf dem Google Plus Eintrag drauf. Ich sehe die ganzen Bilder zur Firma, ich habe die ganzen Places Informationen, ich habe die Karte dazu, ich habe vielleicht Videos, ich habe Produkte, wenn es Produkte gibt und ganz wichtig, ich habe auch die Bewertungen. Ich kann mir also anschauen, was andere Leute über diese Firma erzählen.
Das heißt, wenn ich zu einem Pitch eingeladen werde, wird mir da gleich schon im Voraus erzählt, was andere Leute von der Firma halten. Ich habe vor allem als Informationsplattform sehe ich das für Firmen und es ist natürlich ein weiterer Werbekanal für Google. Da wird sicherlich auch, sobald das richtig läuft, Werbung eingespiesen. Die Takeaways, die ich hier mitgebe zum Thema Social Media, wichtig, der Dialog mit Kunden oder möglichen Kunden, die Glaubwürdigkeit dank Menschen ist gegeben, es hat absolut virales Potenzial, aber es geht nicht einfach alles viral ab, dass man darauf stellt und man wirkt durch Kompetenz, also man muss beweisen oder aufzeigen, dass man kompetent ist und das macht dann schlussendlich auch aus, dass sich verbreitet wird, dass ich Aufmerksamkeit generieren kann. Wichtig ist Konzept, man muss sich überlegen, was passiert, auch wenn ich, Stichwort Shitstorm, einen auf meiner Facebook-Seite drauf habe, wie reagiere ich da? Da muss irgendein Szenario erstellt werden. Und dann, das ist, ob man es will oder nicht, es findet sowieso statt, das Tempo ist sehr hoch, es kommt immer wieder was Neues dazu, es ist ein zusätzlicher Aufwand, es ist also nicht so, dass das aufwandslos abläuft und es ist nicht kostenlos, das kann man auch sagen. Die To-Dos, die ich hier mitgeben würde, Accounts anlegen, initiale Inhaltspflege, schauen Sie sich auch an, was schon drauf ist, also schauen Sie sich diese Google Places Einträge an, Ziele und Zielseiten bestimmen, überlegen Sie sich ein Call to Action, wie kann ich Geld verdienen mit der ganzen Aktion, das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor. Nur Branding und nur Image reicht mir persönlich nicht, ich möchte irgendwas rausziehen können, Kompetenz erstellen, also Inhalte, die für Sie sprechen und entscheiden, definieren, wer was, wann und wo themenabhängig postet, veröffentlicht. Das also die Präsentation anlässlich der Veranstaltung des VSD. Für Fragen, Kommentare gerne wie immer hier unten. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte hier abonnieren. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben Website-Marketing.co geschaut.